Hallo Freunde, wir sind immer noch Nico und wir sind immer noch in Paris und wir haben immer noch einen geschlossenen Safe und hier liegt immer noch ein toter Nerd rum. Wir wollen weiterkommen. Den Safe kann ich im Moment wohl nicht öffnen. Zumindest nicht mit dem, was mir gegeben. Und deswegen gehen wir nochmal raus, denn die liebe Mandragora hat mir unter dem letzten Video den Tipp gegeben, ich möge mich doch mal bei der Mauer, bei den Mülltonnen genauer umschauen. Werde ich das mal tun. So, jetzt muss ich mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist so komisch, wenn man zwei Spiele spielt, die so völlig unterschiedlich sind. Wie ich das im Moment tue. So, so geht's runter. Ist ein bisschen schwierig. So, die Mauer bei den Mülltonnen. Das wäre dann hier. Die Mülltonne habe ich untersucht. Ah, da kann ich drüber. Guck mal an. Und wieder runter. Was gibt's denn hier noch? Da liegt was. Irgendein Stück irgendwas. Auf dem Boden lag eine dunkelhaarige Perücke. Eine Perücke hat sie aufgehabt. Was haben wir denn hier? Das Stück hat eine Perücke getragen. Es war eine Perücke. Eine teure sogar. Aber, noch wichtiger, sie war eine genaue Kopie meiner Frisur. Deshalb hatte die Politesse also keine dunkelhaarige Frau gesehen. Und was war das gerade für ein Stocken im Spiel? Kann mir das jemand sagen? Was haben wir denn da? Nichts, was ich mir anschauen könnte, obwohl das so verdächtig aussieht. Das ist wahrscheinlich einfach nur der Wasserhahn vom Brunnen. Ich vermute mal, dass wir uns jetzt hier noch ein bisschen umschauen und danach nochmal mit den Leuten reden müssen. Könnte... Da ist ein Türgriff. Hier ist nichts mehr. Kann ich da durch? Das Tor war verschlossen. Dann werde ich wohl über die Mauer müssen. Gut. Bob. Wartet. W. Steuerung immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Runter. So, dann wollen wir mal zu Parknase zurückgehen und mit ihr mal über eine nicht schwarzhaarige Frau reden. Das, die Steuerung ist echt... Das ist... Naja, ich will nicht meckern. Das Spiel an sich ist ja trotzdem spaßig. Bonjour. Ja? Sei nicht so. Dunkle Perücke. Bob. Sehen Sie sich mal diese Perücke an. Sehr interessant. Für eine Perücke. Die habe ich gefunden. Wirklich? Sind Sie aber klug. Sie gehörte der Mörderin. Sie stehen also wirklich in Verbindung mit der Schießerei? Oh ja. Und ich brauche jeden Hinweis, den ich bekommen kann. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Das war nicht so aufschlussreich. Gehen wir mit den anderen nochmal reden. Vielleicht kriegen wir jetzt über eine Nicht-Schwarzhaarige noch ein paar Infos raus. Dieser Hund, der macht hier einen Lärm hinten gerade. Das ist unfasslich. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ihr seid ja von der linken Seite gewohnt. Die macht ja genauso viel Lärm immer, wenn ich aufnehme. Guten Tag, Madame. Warum hämmert die so auf die Maus drauf? Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Ja. Hier ist ein Lärm. Ich suche die Besitzerin dieser Perücke. Hübsch. Im Moulin Rouge hatten wir immer so schöne Perücken. Haben Sie eine Frau gesehen, die diese Perücke trug? Nein. Ist sie Tänzerin? Etwas viel Schlimmeres. Ha, also Sängerin. Auch nicht sehr aufschlussreich. Danke für Ihre Hilfe. Vielleicht, auf Wiedersehen. Ja, hör doch auf zu schwätzen. Ich will doch was erzählen. Ich bin doch hier der Kommentator. Vielleicht der Skaterboy. Wo ist der? Da ist er. Bob. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Ich glaube, er hat sich ein bisschen erschrocken. Nettes Skateboard. Ein Skateboard allein nützt nichts. Man muss damit umgehen können. Habe ich auch gehört. Ja, das ist mit vielen Dingen so. Sieh dir mal diese Perücke an. Ganz hübsch. Steht mir aber nicht. Sie gehörte der Frau, die Vernon umgebracht hat. Eine Frau? Wie? Was für eine grausame Welt. Das war schon wieder alles? Also, ich muss mich weiter um meine Ermittlung kümmern. Eine Frau hat immer was zu tun, ne? Okay, das war auch nicht so sonderlich nützlich. Hier, die Tante hier, Laverne oder Bernadette, ist ja weg, die im Park saß, ne? Bonjour. Ja? Ich kann mit ihnen nichts mehr machen. Danke für Ihre Hilfe. Was haben wir denn? Vielleicht kann ich die untersuchen.
Das geht so. Das Innenetikett war herausgetrennt worden. Die Mörderin hatte alle Spuren verwischt. Fast. Es waren ein paar blonde Haare darin. Die Frau, die ich verfolgte, hat also nicht schwarzes, sondern blondes Haar. Jetzt kommen wir der Sache wahrscheinlich näher. Bonjour. Ja? Haben Sie vorhin eine blonde Frau hier vorbeirennen sehen? Ja, ungefähr Ihre Größe, muskulös, Schuhgröße 36 oder 37 und ich glaube, sie war keine Französin. Erstaunlich. Nein, nicht erstaunlich. Nur Übung. Übung? Tut mir leid, mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Okay, das hat uns jetzt aber auch wiederum nicht weitergebracht. Jetzt müssen wir mit den ganzen Leuten hier wahrscheinlich nochmal über eine blonde Frau reden. Oh, Steuerung, please. Ich laufe jetzt einfach hier über die Straße. Es ist ja noch kein einziges Auto langgefahren. So, Skaterboy, jetzt bist du dran. Bup. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Blondine. Ich suche eine blonde Frau. Ich auch. Du bist ein witziger Kerl. Ich gebe mir Mühe. Aber im Ernst, hast du nicht gesagt, du suchst eine dunkelhaarige Frau? Habe ich das? Jetzt hast du mich verwirrt. Ich weiß. Diese Wirkung habe ich auf alle Frauen. Ich habe überhaupt keine rennenden Frauen gesehen. Die meisten Weiber bleiben stehen, wenn sie sehen, was ich mit dem Board alles kann. Du bist echt nutzlos. Ich würde gern noch länger mit dir plaudern, aber ich habe zu tun. Alles klar. Bis demnächst mal, Süße. Süße mich nicht an. So, jetzt pass auf. Omi hier, hat die noch was gesehen, was uns hilft? Guten Tag, Madame. Ha, sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Haben Sie zufällig eine blonde junge Frau gesehen? Und ob? Ein mageres Ding, wie Sie. Danke. Wo ist sie hingegangen? Sie stieg in einen Sportwagen und fuhr weg. Wissen Sie zufällig noch die Automarke? Wofür halten Sie mich? Einen Automechaniker? Da müssen Sie schon jemand anders fragen. Oh, muss ich jetzt... Nur noch eins. Ihr Mann, Alphonse, ist er auch hier? Nein. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwas gesehen. Kaum. Wieso? Er hat mich vor 20 Jahren verlassen. Durchgebrannt. Mit einer Sängerin? Erstaunlich. Woher wissen Sie das? Och, nur geraten. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Au revoir. Sehr gut, wir hangeln uns den Pfad wieder durch die Gespräche. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach einem Sportwagen fragen. Steuerung, please. So, Sportwagen, Junge. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Sportwagen. Du hast nicht zufällig einen Sportwagen in der Gegend gesehen, oder? Meinst du den roten Jaguar E-Type? Ja. Wieso ist er dir aufgefallen? Ich bin früher sowas Ähnliches gefahren. Hast du dir zufällig die Nummer gemerkt? Ich mag nur ganz bestimmte Nummern. Und ich spreche nicht von Schuhgrößen. Trotzdem, vielen Dank. Ich hoffe, du fängst den Mörder. Das werde ich. Der Typ ist echt. Danke für Ihre Hilfe. Jetzt wird es auch immer förmlich, okay? Naja, das kennen wir ja von solchen Dialogen. Okay, wir erfahren immer mehr und ich freue mich immer, wenn ich diesen Jingle höre, dass wir einen Fortschritt haben. Dieses... So, Schätzchen, ich brauche einen... Bonjour. Ja? Sportwagen. Haben Sie den Jaguar E-Type gesehen, der vorhin hier war? Ja. Ich glaube, er gehörte der Mörderin. Und da sagt man, Verbrechen lohnt sich nicht. Was können Sie mir darüber sagen? Er war falsch geparkt. Ich habe ein Knöllchen ausgeschrieben. Großartig. Haben Sie die Autonummer? Natürlich. 451-CAC-75. Danke. Können Sie mir sonst noch was über den Wagen erzählen? Mhm. Wissen Sie was? Auf dem Beifahrersitz lag eine Maske. Eine Maske? Eine Maske? Meinen Sie, eine Spielzeugmaske? Nein, eine alte Maske, so wie die, die man im Theater trägt. Merci, Madame. Sie waren eine große Hilfe. Unter Profis hilft man sich doch gern. Natürlich. Da sind die Polizisten. Klingt, als sei die Polizei auf dem Weg hierher. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie unser kleines Gespräch für sich behielten. Sie verstehen doch. Klar. Wir wollen ja nicht, dass Ihre Tarnung aufliegt. Genau. Übrigens, für wen arbeiten Sie eigentlich? Kann ich Ihnen vertrauen? Natürlich. Demnächst werden wir von Aliens angegriffen. Wir bereiten uns auf den Kampf gegen sie vor. Sie können sich uns anschließen, wenn Sie wollen. Und das ist, sehr nett von Ihnen, aber ich muss jetzt gehen. Au revoir. Au revoir. Und nun stockte das Spiel wieder. Ich hoffe, das passiert nicht öfter. Was ist los? Hier hat's einen Mord gegeben. Wir vernehmen jeden, der sich in der Nähe aufhält. Wie heißen Sie? Nicole Collard. Das ist die Frau. Bitte kommen Sie mit.
Ja, sowas in der Art hatte ich befürchtet. Und das ist? Na los, antworten Sie! Nicole Collard. Aha, die Frau, mit der er verabredet war. Ich glaube, die ist C-Chef. Soll ich ihr die Zunge lösen? Noch nicht. Ihren Ausweis bitte. Mein Presseausweis. Eine Journalistin. Typisch. Haben Sie Probleme mit Journalisten? Nur mit der feigen, lügenverbreitenden Sorte, die überall dazwischen funken. Dann stecke ich wohl in der Patsche. Das ist die Mörderin, Monsieur. Sperren Sie sie ein, bevor sie uns alle umbringt. Beherrschen Sie sich, Madame. Ich führe hier eine Untersuchung durch. Und Sie machen großartige Fortschritte. Woher kannten Sie den Toten? Er rief bei meiner Zeitung an. Er wollte sich mit mir treffen. Warum? Irgendein Unsinn über das Ende der Welt. Warum haben Sie ihn umgebracht? Das habe ich nicht. Aber Sie geben zu, dass Sie hier waren. Er war schon tot, als ich eintraf. Ich bin durchs Schlafzimmerfenster gestiegen. Die Mörderin war noch da. Und? Wir haben dort gekämpft, in der Küche. Dann rannte sie die Feuertreppe hinunter und ich habe sie verloren. Da sind tatsächlich Spuren eines Kampfes. Inspektor... Ja? Okay, wir können mit ihm noch mal ein bisschen fisilieren. Und zwar reden wir erstmal über Vernon. Haben Sie eine Ahnung, warum er umgebracht wurde? Nein. Vielleicht wollte man verhindern, dass er mit mir spricht. Nicht jeder hat eine so hohe Meinung von Journalisten, Mademoiselle. Vernon, wie Sie ihn hier nennen. So. Woher wussten Sie, dass Vernon mit mir verabredet war? Ihre Nachricht war auf dem Anrufbeantworter. Das macht Sinn. Die Frau, mit der ich gekämpft habe, war in Wirklichkeit blond. Die Nachbarin sagt, sie hatte dunkles Haar. Sie trug eine Perücke. Wie überaus praktisch für Sie. Ich hab die Perücke. Hier ist die Perücke, die die Mörderin trug. Die nehme ich als Beweisstück an mich. Wo haben Sie sie gefunden? Hinter der Mauer, gegenüber vom Hintereingang. Ich verstehe, wie schrecklich. Man will Ihnen was anhängen. Das ist richtig, Inspektor. Das ist die Mörderin. Ich hab sie genau gesehen. Du olles Schrapnell, halt die Klappe. Ich habe das Kennzeichen des Wagens, in dem die Mörderin entkam. Meine Güte, sind Sie hilfreich. Sind Sie auch wirklich Journalistin? Wollen Sie das Kennzeichen oder nicht? Also gut. 451 CAC 75. Danke. Kann ich jetzt gehen? Lassen Sie sie nicht entkommen! Die Beweislage ist deutlich genug, Mademoiselle Collard. Sie sind verhaftet. Führen Sie sie ab. Mit Vergnügen, Chef. Dieses ahle Klischee-Lockenwickler-Vibe, das macht mich wahnsinnig, sowas. Oh, wir sind wieder George. Und wir sind in der Höhle, wo eben noch jemand ermordet wurde, der gar nicht derjenige war, der der Mörder gedacht hat, dass er ist. Er lebt noch. Hören Sie mich? Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Freund. Ja? Freund. Ja, richtig. Ich bin Ihr Freund. Gefahr. Was? Die Welt ist in Gefahr. Susarro. Wer ist Susarro? Bloß ein paar Sekunden länger und er hätte mir viel mehr sagen können. Armer Kerl. Die Welt ist in Gefahr, Susarro. Wer er auch war, er war mausetot. So etwas konnte ich blind. Tatsächlich machte ich es meistens so. Ich fand nichts, außer seinem Ausweis. Scholl Mondeli, der Mann, den ich hätte treffen sollen. Aber er hat gesagt, er ist nicht Scholl Mondeli. Hat er gesagt. Der Ausweis gehörte Scholl Mondeli, dem toten Erfinder. Vielleicht ist er doch... Achso, das hat er wahrscheinlich nur gesagt, um nicht ermördert zu werden. Ich will mich erst umgucken, bevor ich diese merkwürdige Tür dort öffne. Was haben wir denn da? Die Werkbank war ein einziges Chaos. Aber ich war nicht um die halbe Welt geflogen, um über die Schlamperei anderer Leute zu meckern. Mitten in dem Durcheinander lag eine Postkarte. Sie kam aus England, aus einem Ort namens Glastonbury. Unterschrieben war sie mit Bruno. Glastonbury, kennen wir das nicht? Die Werkbank war ein einziges Chaos. Was können wir noch nehmen? Auf den zweiten Blick fand ich eine Lupe. Plötzlich war ich 5 Jahre alt und wieder in Kalifornien. Ich zündete gerade den Sonnenhut meines Vaters an. Mit der Lupe. Haben wir noch was? Sonst gab es nichts von Interesse. Okay, was haben wir da? Ein paar Umzugskartons. Anscheinend wollte jemand schleunigst hier verschwinden. Sie waren in höchster Eile gepackt worden. Sie enthielten nichts, was ich hätte gebrauchen können.
Okay. Das sieht mir nach einem Kistenschieberätsel aus. The Raven hat mich, 0101 hat mich ja schon davor gewarnt. Der alte Trick mit der Druckplatte. Wie? Das nutzt mir nur nichts, deswegen muss ich die Kiste da drauf schieben. Warte mal, das ist die Taste. Genau, und gedrückt halten, ist ganz wichtig. Jetzt ziehen wir jetzt mal da drauf, dann haben wir den Weg geöffnet. Ich will aber hinten bei dem Symbol erst nochmal gucken. So. Druckplatte ist aktiviert. Und hier ist noch ein Symbol eingraviert. Es sah aus wie ein riesiges Omega-Zeichen. Und in der Mitte war eine Art Schlitz. Nichts geschah. Okay, drücken, nutzen. Habe ich irgendwas, was ich da... Die Postkarte könnte man nochmal genauer untersuchen. Die Postkarte zeigte ein nostalgisches englisches Dorf. Auf der Rückseite stand eine Nachricht. Musste Paris eilig verlassen. Schlage vor, sie tun dasselbe. Susaro weiß über sie Bescheid. Ihr Freund Susaro. Dem Poststempel nach war die Karte in einem Ort namens Glastonbury abgeschickt worden. Okay, okay. Vielleicht die Lupe nochmal? Das Vergrößerungsglas war ein Prachtstück. Okay, das hilft mir nicht weiter. Gut, dann gehen wir mal da raus. Das klingt irgendwie nicht so richtig gut. Was ist denn das zur Hölle? Wahnsinn. Er hat das Ding also tatsächlich gebaut. Ob ich es wohl zum Laufen bringen konnte? Wir können es versuchen. Die Maschine stotterte wie ein Motor, dem der Sprit ausgeht. Der Hebel war irgendwie mit den Gaszylindern verbunden. Dann sollten wir den mal ziehen. Upsi-daisy. Vielleicht hätten wir den Hebel doch nicht ziehen sollen? Immerhin geht's George gut. Hebel! Komm! Ich hatte Aufmerksamkeit erregt. Aber waren das die Guten oder die Bösen? Ich fürchte, das werden wir gleich rausfinden. Gaszylinder. Die Zylinder waren an die Maschine des Erfinders angeschlossen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, sich hier so lange aufzuhalten. Der Hebel war durch die Explosion losgerissen worden. Hinten habe ich... Ich nahm den Hebel. Hinten habe ich eine... Der Schatten ist rot. Hinten habe ich eine Halterung für den Hebel gefunden. Die Fenster waren zu klein, um so zu entkommen. Dies war wohl kaum die hiesige Fußballmannschaft. Meine lieben Freunde, beruhigt euch, beruhigt euch. Eure irrationale Angst vor dem Tempel wird allmählich lästig. Nicht vor dem Tempel, Monsieur, sondern vor den Göttern da drin. Sie haben sie geärgert. Das ist ein böser Ort. Wir werden alle sterben. Welch tiefe Einsicht, mein Bester. Je eher deine Kollegen das abgestürzte Flugzeug durchsucht haben, desto eher können wir fortgehen. Ja, Monsieur Susaro. Das ist Susaro. Susaro. Der hat eine unangenehme Stimme, finde ich. Das war also Susaro. Das war Susaro. Was liegt denn da? Sie war völlig zerstört. Können wir noch irgendwas machen? Jetzt war sie endgültig kaputt. Okay, wir können nichts machen. Wir können hier auch nichts aufheben, wie es aussieht. Gut, dann lassen wir einfach alles liegen, wenn wir nichts aufheben können. Macht ja durchaus Sinn, ne? So, hier kann ich nicht hoch. Aber da ist die Öffnung für den Hebel. An der Wand war eine Art Gehäuse. Es hatte ein Loch in der Mitte. Ich steckte meinen Finger in das Loch. Nichts geschah. Das klingt irgendwie falsch. Der Stab sah aus, als hätte er die passende Größe für das Loch. Das hat das Mädchen auch gesagt.